So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Ich hoffe, der Absturz von der letzten Folge wiederholt sich nicht, aber wir haben ja alles drauf. Und ich habe gesehen, wir haben angefangen, hier Material hinzuliefern. Ich habe jetzt mal den Bau unterbrochen, weil die Dinge hatte ich ja nur pro forma gesetzt. Die sollten noch gar nicht bauen. Auch hier haben die schon Ressourcen hingeliefert. Deswegen habe ich das hier mal auf hohe Priorität gesetzt, dass sie das zuerst beliefern, weil das wäre mir wichtiger als die Sachen, die vielleicht jetzt noch nicht gebaut werden, nicht wahr? Aber an sich, die Autobahn ist wichtig, die müssen wir auch vorsehen, auch die Verbindung von da nach da. Aber da wir die Anschlüsse nicht wissen, wie wir die machen wollen, gut, wir können das hier ja bauen lassen durchaus. Ja, müssen wir mal gucken. Aber wir waren dabei, Wohnhäuser zu planen. Und ich wollte mir gerade das hier angucken. 220 Arbeiter. Und das ist gar nicht so groß. Das würde gut hier eigentlich hinpassen. Aber eine Forschung ist abgeschlossen. Die Halbleiterforschung. Ja, dann die Fließbänder. Müllplatz brauchen wir noch. Bevor ich jetzt hier noch mehr plane. Und zwar so, dass die Schule mit dran ist. Aber ich sehe, da fehlt noch ein Fußweg. Ich mach das lieber so. Ich weiß nicht, ob er den mit... Ja doch, den wir damit berechnen. Jetzt kann ich gucken, wo ich den Müllplatz hinsetze. Mittendrin, da. Ich will ihn halt nicht direkt an der Straße haben. Das ist eigentlich alles. Wir hatten ja überlegt, vielleicht bauen wir hier die Dings hin, die Bushaltestelle. Eigentlich wollte ich keine Bushaltestelle, aber ich glaube, so eine kleine Bushaltestelle einfach auch für die Optik wäre gar nicht verkehrt. Ja, für die Visualität. Optik ist ja eigentlich die Lehre des Guckens, nicht? Den hier so. Okay, anders wild. Oh, da kommt er nicht ran. Ach so, weil da... Okay, verstehe. Weil da ein Fußweg ist, würde er da nicht rankommen. Das macht natürlich Sinn. Dann setzen wir ihn weiter nach hier. Kriegt er trotzdem vom Winkel nicht hin. Okay. Aber so. Was? Okay, irgendwas ist da. Ist es aber nicht. Hä? Von da kann er nicht. Von da will er nicht. Okay, dann nochmal hier hin. Wollte doch gerade. Ist ganz kurz grün geworden. Manchmal hilft es, Steuerung zu drücken oder Shift. Ah, seht ihr? Das wäre mir zu viel. Die wäre cool. Gut, wir brauchen ja die Verbindung hier nicht an der Stelle. Wenn wir das so machen. Die Straße war ja nur pro forma. Vielleicht will ich die da auch gar nicht so haben, ne? Könnten wir auch so planen. Oder wir planen die schräg oder irgendwas. Nur von abgehen sollte ich. Aber bisher geht mein Verkehrskonzept, keine Kreuzung, Viererkreuzung zu haben, auf jeden Fall auf. Außer es wollen halt sehr viele Fahrzeuge an einer Stelle rumfahren. Aber das kann man nicht vermeiden. Da kann man höchstens dann Wege planen. Aber gut, die Baufahrzeuge fahren halt dann ihre gewisse Route ab.
Kies haben wir hier auch. Jetzt ist das hier fertig. Boah. Das kleine Stück hat mich sehr genervt. Und als nächstes, aber das wird kritisch, müssen wir halt die Busse hier beide fertig machen. Da können wir auch die Hubschrauber dann für nutzen. Aber erst, wenn wir nicht viel mehr bauen. Okay. Was wollten wir bauen? Hochhäuser. Also nochmal. 85 bei 220 Arbeitern. Das klingt doch gut. 252 Arbeiter bei 87% Qualität. Auch nicht schlecht. Könnten wir hier dieses Set Wohnung Typ 75 nämlich bauen. 270 Arbeiter. Okay, okay. Und das sind Standarddinge. Aber die haben hier 87, die nur 84. Die mit 87 fände ich schon gut. Die anderen hier 85, 70, 86. So ein kleiner Plattenbau. Hm, ja, auch interessant. 82. 87. Okay, das ist ein Workshop-Objekt. Das ist eine richtige Plattenwohnung, nicht wahr? Das könnte hier aber, könnte ich mir gut am Bahnhof so vorstellen. ...2000 Arbeitstage ist schon echt teuer. Die habe ich auch noch welche. In anderen Farben. Ah, die habe ich in drei Farben. Ja, dann sollten die an eine Stelle kommen, wo ich die irgendwie alle zu dritt setzen kann. So, hier haben wir auch noch 86... ...bei 89 Arbeitern. Ja, das wäre zu wenig, nicht? 115 Arbeiter. Wir brauchen jetzt schon mal die großen Gebäude. Vor allem hier in der Innenstadt, glaube ich, am Bahnhof, da können wir auch mal ein bisschen prassen. Also das gefällt mir. Könnten wir halt hier da hinsetzen und dahinter denn die kleinen oder so. Wir müssen jetzt immer aufpassen, nicht? Der Hubschrauber juckelt sofort los. Das heißt, wir müssen das immer so ein bisschen im Pausemodus dann setzen. Hier reicht das Abwasser schon nicht mehr hin. Das wollen wir ja noch nicht bauen. Wir sollen erstmal das eine bauen. Und dann die ganzen anderen Sachen. Okay. Sport. Oh, Sport brauchen wir hier irgendwo unbedingt dann. Sport kann hinten an die Dings ran, an den Bahnhof. Das passt. Bei 440 Leuten. Die große, die kriegen wir hier nicht unter, ne? Die wäre zu viel. Aber hier die kleinen noch. Oder noch eins von den großen hier so hingestellt. Das ist wenigstens einheitlich, oder? Das sind 660 Einwohner dann. Das sollte reichen. Stau. Ja, ja. Der Stau da hinten, der interessiert mich halt 0,0. Ja. Das hier könnte noch ein Stück nach vorne kommen. Würde mir besser gefallen.
Klonen. Und mit dem hier abschließen. Ja, aber ihr sollt das noch nicht bauen. Okay. Die kriegen natürlich dann ihren exklusiven Weg zum Bahnhof auch. Und dahinter dann noch, ja, Sportanlagen und Co., würde ich sagen. Das ist gerade? Das ist doch nicht gerade. Wir hatten das gebaut schon wieder. Frechheit. Ist da ein Punkt entstanden? Nee. Das ist einfach nur schief. Ich habe einige gesehen, bei denen sieht das einfach immer tadellos aus. Da frage ich mich auch, wie klappt das, wenn das hier immer so einen halben Meter ist? Die haben die Probleme anscheinend nicht. Vielleicht bauen die auch die Wege anders. Aber sowas hier, so ein Knick, sehe ich bei denen selten. Das ist einfach dann immer gerade, gerade, gerade und passt eigentlich. Okay. Der Müllplatz hier für die haben wir. Müllplatz für die haben wir. Müllplatz hier bräuchten wir. Erstmal den Müllplatz, bevor wir den vergessen und dann keiner mehr rankommt. Kriegen wir den hier am Rand hin. Der würde sogar an den Rand hier passen. Oder auch an den Rand hier. Hier ist sogar besser. Na? Meter, 99, 99 und ein gerader Weg. Fände ich supi. Und dann können wir hier zwischen nämlich die Sportsachen hinklamüsern. Genau, da könnt ihr auch gleich hinliefern. Ich hoffe hier hin. Ja. Dass wir an die anderen Sachen schon was liefern. Sport. Denn Sport ist kein Mord. Was bauen wir denn da hin? Wo ist es denn? Sport. Hier. Eigentlich wäre die große Outdoor-Hotel-Pool, das Schwimmbad. Nee. Hier. Die Sporthalle für 175 Leute. Die passt nicht. Auch die kleine passt nicht. Schade. Ich dachte, die kriegen wir vielleicht hier hin. Aber die ist doch größer als gedacht. Hallenbad finde ich nicht gut. DDR-Schwimmhalle. Ist aber eher für Touristen. Stadium kriegen wir auch nicht hier hin. Die sind auch ein bisschen zu groß. Für 36. Für 40. Für 30. Für 100. Hier, 112. Das wäre gut. Also selbst das passt hier nicht hin. Dann das für 84 Leute. Komm. Das passt doch irgendwo hier ran. Und jetzt will ich nämlich erst gucken, ob das klappt, bevor ich weiter baue. Ja, die 6. Okay, das passt nämlich nicht hin. Das ist nämlich zu wenig, finde ich. Das Ding hat zu viel Fläche an der Stelle für zu wenig Leistung.
22, 48, 450 Stadtstadion. Ja, okay. 15, 32. Eigentlich ist der am effizientesten, oder? Oder das hier? Das ist noch größer für 48. Nee, das ist schlecht. Von dem würden wir vielleicht 2 hinkriegen. Wir haben 44, wäre auch nicht gerade gut. Von dem hier gerade mal ein. Aber daneben würden wir vielleicht noch was kriegen. Von dem nix. Und das hier 56. Das ist, glaube ich, das effizienteste. Wenn wir das hier so mit am Ende platzieren. Sieht dann wie so ein Vereinsheim aus. Das könnte man gut hier integrieren, oder? Hätte man nämlich 56. Hier 18 beim Volleyball. So ein kleines Volleyballfeld kriegt man auch sicher irgendwo hier unter. Machen wir es. Oder machen wir es so? Ich glaube, so war schon ein bisschen knackiger, was? Machen wir es so. Und was ist das Ding? Wie viel braucht das? 21 nur. Nee. Das ist ein bisschen sehr klein. Indoor Pool. Ja, Elementary School nicht. Ist noch ein 50er Gym. Braucht aber mehr Mitarbeiter. Oh, das wäre so diese klassische Halle, die wir oft sehen, wenn wir hier rumfahren. Aber die braucht einen Straßenanschluss. Ja, das hilft uns hier gar nicht. Diese DDR-Schwimmhalle an sich eine coole Sache, aber die ist für Touristen. Ich weiß immer nicht, ob die dann so von den Menschen in der Umgebung wirklich angenommen wird. Auch das Ding hier halt. Und das bräuchte auch eine Straße. Platz kriegen wir nicht in groß hin, nicht? Wir kriegen nur den kleinen noch hin. Und vielleicht einen ganz kleinen Basketball. Nee, nicht mal der. Tennis wahrscheinlich auch zu groß. Ja. Dann vielleicht nur noch ein auch zu groß Basketball. Football. Der hat aber 36. Nehmen wir den. Dann passt das nur hier hinten nicht ganz. Der ist auch nicht gerade. Wer hat denn den gesetzt von uns? Also ich war es sicher nicht. Und dann Volleyball mit Fans oder ohne? Ich glaube, ohne ist besser. Na, passt das nämlich nicht mehr hier hin. Ah. Das ist scheiße. Andersrum würde es passen, aber dann stecken die Sachen ineinander. Finde ich nicht so geil. Dann würde der Platz verloren gehen. Nee. Okay, also ist das Sportfeld noch schlechter als das andere. Ungünstig. Vielleicht ohne Fans oder so? Oder halt so gedreht. Aber dann kriegen wir da keinen Sinn. Ich dachte, da kriegen wir ein zweites Sinn. Und dann lieber vielleicht zwei Volleyballfelder.
Auch das nicht. Doch, irgendwo das Grün. Irgendwie kriegen wir das hier schon unter. Oder jetzt so? Ah, nee. Okay, wir müssen ihn nochmal drehen. Vielleicht so. So. Ich glaube, dann kriege ich nur keinen Weg ran. Ja, das ist... Das könnte kritisch enden. Und wenn wir es so, dann muss man relativ hoch. Ja. Okay, was ist, wenn wir mit dem starten? Fehlt ein Millimeter, dass das daneben passt. Das ist so ärgerlich. Egal wie. Entweder oben oder so. Okay, wir können das ja nochmal umändern. Wir können das Vereinsheim, sag ich mal, hier vorne hinsetzen. So. Jetzt den Fußballplatz. Vielleicht hier hin. Klappt auch nicht. Doch, klappt. Ganz knapp. Das sieht aber dann nicht gut aus, nicht? Das ist echt eng an eng dann. Okay, ich muss mal nebenbei das starten. Das ist das Problem ist, die wollen das dann immer sofort bauen, das, was man als letztes setzt. Aber so verballern wir gerade Zeit, in der sie schon längst was bauen könnten. Ah, da sind die Hubschrauber vielleicht ein bisschen schlecht. Dass die dann immer gleich lostingeln. Da. Vielleicht, wenn man es so rum. Das könnte was sein. Und jetzt zweimal Volleyball. Ja. Würde zumindest erstmal grob hinpassen. Die verbinden damit. Oh, dann komme ich dazwischen aber nicht ran. Ah, die sind zu eng. Millimeter oder so. Oh no. Okay, wenn wir Glück haben. Ja, dann geht das hier. Achso, du bist jetzt hier der nicht rangehen will. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn das einfach mal klappt. Da würde es gehen. Okay, wir könnten den Weg ja nochmal ein bisschen anders setzen hier. Dann hätten wir das Problem einfach gar nicht erst. Ich meine, der ist eh Quatsch, nicht? Also den können wir eh setzen, wie wir wollen. Wäre schon schön, wenn das halbwegs passt. Verbinden. Okay, kein Punkt entstanden. Also du so. Ja, so. Die beiden so. Finde ich dich auch so ein bisschen schräger wie die anderen beiden. Sehr schön. Und ihr in die Richtung. Wunderbar. Und wer vom Bahnhof kommt, kann hier auch noch direkt ran.
Dann sollten die aber alles haben, theoretisch. Okay, das darf also gebaut werden. Das darf und das darf gebaut werden. Mann, das war eine Arbeit. Ich meine, die Baubüros sind nicht ausgelastet. Dementsprechend können wir auch die Gebäude hier freigeben. Dann entsteht unser neues Innenstadtviertel mit 660 Einwohnern, wovon 175 sofort einziehen dürften. Wir machen da auch keine Vorschriften, wer einzieht. Bushaltestelle habe ich jetzt keine da vorgesehen, weil die direkt am Bahnhof wohnen. Die dürften alle hier eh hinten hinlaufen. Und der hat ja eine Bushaltestelle. Also von daher wäre der vielleicht wichtig, dass der gebaut wird. Und Bauxit ist erforscht im Geologieinstitut. Dann könnt ihr, weiß ich nicht, Bauxitaufbereitung erforschen. So, die suchen noch an den Fließbändern. Sehr gut. Und inzwischen auch die Brücke hier wird rege genutzt. Da überholen sie alle. Und die Lagerhalle ist fertig. So, die Lagerhalle. Menge begrenzen. Das hier auf Null. Keine Chemikalien, keine Stoffe. Ich mache jetzt mal das auf Null. So, ich würde sagen 5% davon. 10% oder machen wir 15% Kleidung. Wir machen 20% Alkohol, sind 30, sind 40 und 60% soll Nahrung hier drin sein. Für was anderes sollte es nicht vorgehalten werden, nicht wahr? Fleisch geht extra. Das Kabel hier immer noch am Bau, 99%. Ey. Warum ist hier kein Baum zugeordnet? Echt, das aus Versehen passiert? Hä? Anzahl der Arbeiter? Okay, weil ich die Arbeiter auf Null gestellt habe. Ja, weil da 100 Arbeiter reingerannt sind. Weil die Arbeiter neben der Baustelle ja nur begrenzen. Okay, also wenn das nicht auf 5 steht, Minimum, arbeitet keiner. Okay, krass. Ah, schon fertig. Das ging ja fix hier. 2 Volleyballfelder, direkt fertig. Ah, fast sogar gut mit dem Durchgang. Müllplatz fertig, sehr schön. Die ganzen Sachen sind angebunden. Ein kleiner, sehr klobiger Fußballplatz. Und dann kommen hier schön noch Bäume drumherum. So, letzten Monat 36.000 wieder plus gemacht. Oh. Verkäufer. Hier können wir auch einstellen, ne? 5. Weiß nicht. Weil das hier ja auch Kleidung eher ist. Na, obwohl. Haben wir hier 10. 25 sind das 35, 35, 40 und 65, ne? Das ist ungefähr die gleiche Verteilung wie hier hinten. 67, 21, 12, ja. Aber wir sehen, Kleidung ist ein Problem, weil hier keine Kleidung rauskommt.
ihr Vorrat ist, weil kein Stoff da ist, weil keiner hier arbeitet, weil wir zu viel bauen. Okay, wir müssen... Aber das ist fertig. Oder zumindest zu großen Teilen fertig. Können wir die schon mal holen? Wir brauchen auch hier eine neue Tankstelle. Stimmt. Die letzte ist da hinten. Und hier soll erstmal keiner warten. Das würde ich gerne vorher einstellen können, ob da jemand warten soll oder nicht. Ich frage mich, wo die Baukräne sind. Drei müsste ich hier irgendwo in der Stadt sehen. Ich sehe nur keinen. Aber irgendwas bauen die. Oder die sanieren irgendwo was. Hallo, Schleicher. Ah ja, hier, die sanieren. Alles klar, da ist der Baukran. Natürlich sinnvoll, anstatt für das Hochhaus bauen die da hinten bei der Reparatur. Oder hier. Ah, bei dem Bahnhof ist der zweite Kran. Okay. Ach, der wird gerade hingeliefert wahrscheinlich. Ja. Natürlich, für die erste Bauphase braucht man natürlich keinen großen Kran bei Beton und Co. Das heißt, die kommen dann erst. Aber sehr schön. Das sieht doch schon langsam nach Metropole aus. Hubschrauber, die ankommen. Kräne, die rumkranen. Baustellen, die gebaut werden. So muss es sein. Positiver Cashflow. Glücklichkeit auf Maximum. So, hier kann ich erst machen, wenn die hier mal fertig würden. Mit den Dingern. Die kriegen wir jetzt eine hohe Priorität, weil dann können wir schon die Nahrung hierher bringen und Co. Strom kommt auch noch nicht an. Also, doch, müsste ankommen. Ja, kommt an. Sehr gut. Das heißt, hier hinten ist auch eine Stromversorgung. Ich glaube, hier muss ich sagen... Die dürfen hier nicht drin wohnen, weil ich glaube, hier fehlt Abwasser. Frischwasser hätten die, aber Abwasser haben die nicht. Wir müssen mal gucken in dem Overlay. 3 Kilometer. Ich musste ja neu starten, weil es abgestürzt ist. Abwasser. Das letzte Abwasser war hier links. Das heißt, hier brauchen wir ein Abwasser rechts. Theoretisch auch dann hier, aber erstmal hier. Und ich glaube, genau, hier hatten wir eine abgehende Stelle. Das heißt, irgendwo müssen wir so ein Abwasserding wieder vorsehen. Naja, Stau. Entweder hier hinter einmal. Aber selbst dann, ich bräuchte eigentlich einen Fünffachverteiler. Ja, obwohl wir von da nach oben eigentlich hier runtergehen würden. Ja, also hier ein Vierfachverteiler wäre okay. Es wäre genauso eine tote Stelle, wo das passen würde. Wir hätten keinen Strom hier, oder? Doch, hätten wir. Und dann gehe ich erst nach hier, um dann nach da zu gehen. Auch blöd. Weil hier ist halt nichts übrig. Oder hier hinter, auf der Seite, so wie da oben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich hoffe, eure Städte florieren alle. Ihre Städte, eure Städte. Was erzähle ich? Bin schon ganz wirr. Ich wirre als sonst. Oh, das könnte zu eng sein. Nee, geht. Dann machen wir es auch so. Das möchte ich bitte bestätigt wissen. Und dann gehen wir... Warum können wir da nicht ran? Oh oh, ich glaube, der Autobahntunnel ist im Weg. Weil der da genau hochgeht, ja.
Schetikowski. Okay. Das ist blöd. Dann müssen wir mal gucken, ob wir, wenn wir weiter nach da gehen... Die Frage ist, wie weit kriegen wir die Pumpe? Obwohl, wir brauchen vielleicht links. Da doch, links brauchen wir die Pumpe. Könnten wir auch hier setzen? Nee. Da würde sie noch hingehen. Alles klar. Das heißt, das wäre das weiteste, was wir weggehen könnten. Und hallo, Maximum! Würde nicht reichen. Wir kommen da noch nicht ganz drunter. Es fehlen ein paar Meter. Oder wir müssten das Ding abreißen und auf 15 Meter absenken. Das würde gehen hier. Meter hier müssen wir runter. Also entweder müssen wir oben rum, da kommen wir durch. Machen wir es dahin. Alles klar. Dann gehen wir hier an den Rand. Nein, kriegen wir es denn noch hier hinter hin? Das wäre auch nicht schlecht. Ich meine, am Müllplatz passt es mir sowieso gerade ganz recht. Und hier kriegen wir nichts ran. Das ist okay. Weil hier würde das Abwasserding einfach auf die Seite kommen. Genau so. Und da direkt rangehen. So, jetzt nur wichtig. Funktioniert das? Ja. Aber auch nur ganz knapp. Aber es geht. Das heißt, dann ist das angeschlossen. Das ist nicht angeschlossen, das Rohr. Oh Mann. Also das ist so ein nerviges Detail von dem Spiel. Man klickt darauf, aber er nimmt nicht den Anschlusspunkt, obwohl der markiert ist, sondern setzt das irgendwo anders hin. So, hier ist auch dran. Und dann hätten wir das mit dem Abwasser hier hinten nämlich auch direkt gelöst. Wir können hier zur Seite dann weitergehen und auch nach rechts zur Not. Passt, würde ich sagen. Und da ist das Rahmenrohr. Ja, das passt auf jeden Fall. Der Rahmen. Falls einer rumkippt, einfach rein da. Ja, richtig, einfach weg. Und hier jetzt sogar Doppelkran an der Baustelle. Weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Habt ihr euch das so gedacht? Zwei Turmdrehkräne. Die eine Baustelle hat dafür gar keinen Kran. Naja, gut. Und die Helis liefern fleißig das Baumaterial. Geht natürlich wesentlich schneller mit den Helikoptern. Aber es kostet auch super viel Treibstoff. Wir müssten eigentlich jetzt hier unser Treibstofflager irgendwo zwischenflanschen, aber ich finde einfach keinen Platz dafür. Und wir brauchen erstmal Arbeiter. Ohne Arbeiter bricht eh bald alles zusammen, weil wir keinen Stoff mehr haben. Keine Kleidung. Das ist ja auch noch nicht fertig, können wir also auch noch nicht weitermachen. Weil wir vorher nichts angeben können. Forschung ist abgeschlossen. Ja, wir haben bald alles erforscht. Dann erforscht ihn jetzt die elektronischen Schaltkreise 1978. Nee, Fahrzeugproduktion, Rundfunk. Nee, das Gaskraftwerk kommt als erstes.
Wir haben inzwischen 971 Arbeiter mit Universitätsabschluss. Das könnte auch ein Problem sein, dass hier einfach 900 Arbeiter mit Universitätsabschluss zwischenhängen, die nie mitgenommen werden. Für hier hatten wir schon gesagt, die dürfen mit Universitätsabschluss sein, oder? Ja. Okay, das funktioniert. Du nimmst aber zu viele mit. 80, habe ich gerade gesehen, sind zu viele. Dann nimmst du mal nur 70 mit, weil der hat zwei zu viel dabei. Fünf Minuten ohne Brille. Ja. Kann man als Kanalpunkte einlösen. War so ein Vorschlag, den ich gar nicht so dumm fand. Hier kann man auf jeden Fall lustige Sachen auslösen. Nee, aber ich bin einfach immer auch zu faul, die Sachen komplett fertig zu Ende zu denken. Und dann bleiben die immer halb liegen. Aber sowas, was Twitch vorgibt, kann man ja dann aktivieren. So, fertig. Unser kleines Sportsvereinsheim. Abwasser wird fertig. Ah, hier ist auch noch ein Verteiler. Da können wir auch noch weitergehen. Ja, dann ist gut. Dann geht der eine nach da, der andere Verteiler hier. Und der von oben würde dann hier hingehen. Und hier haben wir auch noch einen. Ich glaube, der hier ist tot an der Stelle. Das heißt, wir könnten hier einfach Abwasser in der Stelle hinleiten lassen. Das löse ich beim nächsten Stream, wenn du mit dem Rad unterwegs bist. Ja, da sehe ich es nicht. Da müsst ihr auch immer bewusst sein, erst wenn ich es dann sehe, löse ich es auch ein. Kanalpunkte sind halt ein Spiel mit dem Risiko. Und stell mir vor, ich habe Kontaktlinsen drin. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ja, Priorität und sowas bringt wenig, wenn man viel baut. Ah, jetzt haben sie den großen Kran hier zu der Baustelle gebracht. Besser. Guckt, wie das läuft. Verbindung zum Chat verloren. Na, super. Das liebe ich am meisten, wenn die Verbindung zu Twitch ist meist montags ein bisschen instabil. Ich weiß nicht, wieso. Bisschen nervig, aber lässt sich nicht ändern. Da mache ich dich schon drauf aufmerksam. Versuch's doch. Ah, guckt mal. Das einzige Gebäude, was nicht bezugsfertig ist, wird zuerst fertig. Erst wenn der Abwasser da ist, dürfen die hier einziehen. Aber ist das nicht eine schöne Platte? Hohe Wohnqualität. 87%. Ja. Schön. Und die Armee der Helikopter kommt die ganze Zeit. Ich finde, man müsste die Helikopter ein bisschen leiser machen können. Die sind schon sehr nervig. Aber was sollen die Menschen sagen, nicht? Die sind, glaube ich, auch sehr genervt davon. Ah, super. Die anderen Gebäude auch fertig. Sehr, sehr, sehr gut. Ist Treibstoff alle? Ja, selbst Treibstoff ist alle. Das wird sich aber hoffentlich gleich beruhigen. Deswegen habe ich nämlich eingestellt, dass wir nicht da hinten unseren Treibstoff herholen. Damit wir nicht von unserer leerlaufenden Industrie abhängig sind. Und der Bahnhof ist fertig. Aktuell dürfen hier noch keine warten. Wir müssen die neuen Bussachen dann einordnen. Also sieht gut aus. Der ist ein bisschen anders, nicht? Als der andere. Hier können längere Züge warten. San Francisco Airport. JL Line, YL Line. Daily City, Bika, BL Line. 9 Minuten 16, 4 Minuten 11. Okay, schon sehr detailliert, oder? Dass man das lesen kann. Finde ich gut. Kann man das auch bei dem anderen? Wo kommt der her?
Ja, da kommt man nur nicht an die Anzeigetafel, aber grundsätzlich ist sie da. Ich kann nicht tiefer. Warte mal, kann ich... Nee, an einen Menschen ranzoomen kann ich auch nicht. Wenn ich hier das mache, komme ich damit tiefer? Ja, auch nicht. Was ist das Tiefste, was wir erreichen? Kann ich freie Kamera oder sowas machen? Nicht hier, oder? Wir könnten versuchen mit Trick 17, wo es ein Fahrzeug, was hier fährt. Der Bus zum Beispiel. Wenn wir dem folgen, ja, dann kommen wir nämlich tiefer. Und dann können wir lesen, was da hoffentlich draufsteht. Ah, der Winkel passt dann nicht. Hm, vielleicht so rum. Ja, guckt. Auch gleiche Anzeige wie das andere. Haben wir das auch geklärt. Und damit würde ich sagen, mit dieser hochtrabenden Erkenntnis und dem neuen Stadtviertel, was sich jetzt erstmal mit Menschen füllt, gehen wir in die nächste Folge. Bis gleich.